Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Wo sind wir stehen geblieben? Scheinbar bei Air Crash. Gut, dann machen wir, wo müssen wir hin? Hoch, okay. Immer so lange Pausen zwischen den Spielen, dass ich immer vergesse, wo ich stehen geblieben bin. Stimmt, das müssen wir doch auch schon haben, oder? Aber erstmal hier so, Analogstick anmachen. So. Eben einmal mitgucken, ja, dann haben wir wohl noch einen höher. Alles klar. Wenn das so ist, dann machen wir das doch mal. Ach ja, genau, da sind wir stehen geblieben. Mal überlegen, wie der ging, ich weiß es nicht mehr. Erstmal irgendwie, ich glaube, vor dem Wegrennen musst du an. Genau, genau, die roten Plattformen fallen weg. Und man muss einfach länger drauf bleiben als er, meine ich. Wow. Oh, das war knapp, ey. Okay, noch zweimal. Ja, die Endgegner sind hier aber echt schon ziemlich einfach. Die hatte ich irgendwie schwerer in Erinnerung. Aber mich soll es nicht stören. Vielleicht bin ich auch einfach übertrieben skillig, aber nein. Wir wollen ja mal nicht lügen. Er hüpft dann immer hinterher, genau. Jetzt, genau. Ja, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Nein, das war wohl nichts. Okay, nochmal von vorne. Aha, okay. Er kürzt also auch ab. Und los, weiter geht's. Bringen wir hier einfach ein bisschen im Kreis rum. Das ist wahrscheinlich das Glückste, was man machen kann. So. Zweimal noch, das wird jetzt hier wohl hinhauen. Wenn ich nicht aus Versehen irgendwo runterfallen sollte, natürlich. Lalala. Einfach immer im Viereck, immer im Viereck. Das muss doch irgendwie hinhauen. Komm, blink. Oh Mist, oh Mist. Schnell hier lang. Oh, zum Glück, ich dachte schon, ey. Ha, okay, einmal noch, einmal noch. Jetzt rastet er wahrscheinlich vollkommen aus. Oder sowas. Oder die Felder fallen schneller runter. Irgendwas muss doch jetzt noch. Uah, schnell. Ha! Ja, das war ja nicht so schwer. Dann haben wir den auch schon fertig. Sehr schön. Dann mal gucken, was uns in der nächsten Ebene erwartet. Ich glaube, es gibt... Wie viele Ebenen gab es denn? 5 oder 6, meine ich. Dann sind wir auch bald schon dabei, die ganzen Kisten einzusammeln und ähnliches. Wir waren ja schon bei 40% sind wir. Ungefähr. Ja, jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr natürlich. Fangen wir einfach mal hier an. Dann fehlt ja nicht mehr so viel. Aber nun gut. Danach werde ich wahrscheinlich den ersten oder den dritten Let's Playen. Ich weiß es noch nicht. Also, ups. Ich werde auf jeden Fall noch beide spielen, aber ich weiß noch nicht, welchen ich hier nachspielen werde. Muss ich mir noch überlegen. Oh Mann, ey. Vielleicht einfach mal reinrutschen. Na toll, ich dachte, ich erwische den damit. Erster Gegner hier, oder ersten drei. Und nichts klappt, ey. Okay. Ja, man muss da wohl reinrutschen, sonst wüsste ich nicht, wie ich den sonst... Na, dann rutschen wir da mal rein. No. Vielleicht kann man noch drüber springen. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier an diesem Gegner... Alter, der Kacke, das... Ihr könnt dann ja vorspringen, wenn ich hier noch ein bisschen rumsitze. Oh Mann, ey. So, ja, jetzt kann es ja nur noch lang. Natürlich, jetzt schaffe ich es sogar, jetzt habe ich so einen Schutz. Und ich schaffe es auch ohne, ne? Aber nun gut, von mir aus sehr gerne. Versuchen natürlich wieder alle Kisten zu kriegen. Ja, aber wahrscheinlich müssen wir das auch im nächsten Part, im anderen Part machen. In den letzten dann. Wow. Oh, es gibt mir einen Checkpoint. Oh, hier geht's runter. Aber ich schätze mal, das ist... Vielleicht geht's hier noch durch. Mal gucken. Nein. Dann gehen wir runter. Oh, schön, ein Checkpoint. So, zack.
Lalala. Simpsons laufen gerade im Hintergrund. Natürlich auf lautlos. Ich muss gleich noch zum Kumpel, ey. Den wird vorbeibringen. Gucken, wie Zeit ich jetzt habe, mir aufzunehmen. Er wollte mir schreiben. Oah. Wenn ich vorbeikommen kann. Ne. Okay. Wenn wir noch ein bisschen FIFA zocken. Obwohl mir das, ich hasse dieses Spiel eigentlich tierisch, aber ich glaube, dass ich das so hasse oder nicht mag, eher gesagt hassen. Naja. Ich mag, das liegt eher daran, dass ich einfach grottenschlecht in diesem Spiel bin. FIFA geht gar nicht bei mir. Ich mach dann immer nur Fouls und ja. Naja, man kann ja nicht immer. Oh Gott, nein. Nicht alle Spiele mögen. Obwohl ich früher schon FIFA 1, 2, FIFA, wann habe ich das erste gespielt? War das, ich weiß nicht, welches das erste war. Auf jeden Fall habe ich 2001, also FIFA 2001 habe ich früher ziemlich viel gespielt. Aber es war nicht mein erstes. Aber das habe ich früher auf jeden Fall, das hatte ich auch selber sogar. Auch für PlayZ 1. Oh, komm jetzt hier. Okay, geschafft. Kann hier mal wieder ein Checkpoint kommen von mir aus. Boah. Jetzt muss man hier echt schon konzentrieren so langsam, um nicht komplett zu failen. So. Vielleicht hier rein oder so geht's? Nein, denk mal, das ging nur einmal. Oh, schön, ein Checkpoint und der Kristall. Und jetzt hier noch lang? Ah, war doch klar. Oh, hier geht's nochmal runter. Machen wir das doch mal. Oh, Leben, sehr schön. Und vielleicht ist hier hinten noch was? Nein. Okay. Die versuchen wir uns natürlich zu holen. Oh, natürlich klappt das nicht. Aber ich schätze mal, wir müssen da jetzt auf jeden Fall durch. Da wird noch irgendwas geben. Das versuche ich jetzt natürlich noch zu kriegen. Wenn man schon gefunden hat, dann versucht man natürlich auch das zu holen. Ich erkenne das überhaupt nicht, wie der da lang ging. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich los muss. Okay, wir versuchen das jetzt noch ein paar Mal. Sonst mache ich später. Nein. Ich trau mich nicht. Jetzt. Oh, ich häng fest. Oh. Wie soll das denn gehen? Einmal noch, sonst geht's einfach weiter. Machen wir das später. Jetzt vielleicht. Ich krieg da nicht auf die Reihe, ey. Das kann doch nicht sein. Schnell muss man da denn sein. Ja, einmal noch, komm, einmal noch. Vor allem ist das ja, sind da ja noch mehr davon, das schaffe ich doch nie. Ich weiß echt nicht, wann ich da am besten los sollte. Guck mir ja jetzt entgegen. Was macht ihr denn für einen Kreis? Erwischt er mich hier schon? Ja, okay. Dann haben wir das schon mal geklärt. Aber so schnell binde ist man doch nicht, das geht doch überhaupt nicht. Deswegen sind da bestimmt so viele Leben. Und jetzt ganz schnell. Egal, ich lasse es. Ich lasse es erstmal. Dann wollen wir das jetzt auch nicht machen. Machen wir erstmal weiter. Hier vorbei. Nicht aufgepasst. Na toll. Wir verlieren dieses Level noch, ey. Ja, sehr schön. Ey, dann mit dem. Natürlich versuche ich es jetzt noch einmal. Wenn wir jetzt schon hier Huga-Chaka-Typen bekommen, können wir es ja vielleicht irgendwie tatsächlich schaffen. Und batz. Mir noch schnell ein Leben abholen. Nein, das schaffen wir nie. Das kann dauern. Dann lieber weiter geradeaus. Na, was war das denn? Mein Gott, ey. Oh. No. Nein, was war denn das? Was mache ich denn hier? Oh Gott, ey. Oh. Das ist echt nicht mein Tag heute. Ich muss zum Glück gleich eh aufhören aufzunehmen. Für heute. Dann
fail ich nicht so hart. Das ist peinlich wird. Ich glaube, peinlich ist es jetzt schon. Naja. Vielleicht freut ihr euch ja darüber, wenn ich faile. Wer weiß. Ja, die restlichen Kisten gab es dann wohl im Bonus-Level und in dem anderen Weg, den ich gerade gegangen bin. Schätze ich einfach mal. Für den ich mich aber zu blöd anstelle irgendwie. Ein Level machen wir noch. Dann muss ich auch los. Digging it. Okay. So langsam schrumpfen unser Leben auch wieder auf ein Minimum. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wenn man Game Over geht. Vielleicht hätte ich mal zwischendurch speichern sollen. Keine Ahnung. Was soll's, ey, ne? Kann man nichts machen. Boah, die schießt ja. Was ist das denn? Ich glaube, auf den konnte man rumspringen. Probiere ich jetzt einfach erstmal aus. Ja, konnte man. Okay. Ja, bumm. Oh, wie unfair. Ist hier vielleicht jemand drauf? Was ist das denn? Okay. Verfolgt mich das? Ja. Oh man. Okay. So, und da sind wir auch schon mal ein Checkpoint. Ich glaube, dieses Level ist kürzer. Oh, sehr schön. Ja. So, 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 so. So. Ha. Geht doch. Alles kein Problem. Kein Problem. Oh Mann. Das kommt davon, wenn man auf einmal denkt, dass alles sonst einfach ist, dann wird man gleich getroffen. Schnell. Okay. Beweg dich, du Stein. Ja. Komisches Steinwesen. Oh. Egal, Checkpoint. Und hier rein. Weil Leben wäre nämlich eigentlich gar nicht verkehrt, wenn man mal so drüber nachdenkt. Was haben wir denn jetzt? Haben wir wieder aufgeholt? Ja, jetzt haben wir immerhin schon wieder 8. Nach dem Bonus hier noch vielleicht 10 oder so, hoffe ich mal. Ist auch nicht steht, wie viele Kisten es überhaupt in dem Level gibt, also nicht vorher. Das fand ich beim dritten Teil immer ganz praktisch. Dass man das schon vorher sehen konnte, wie viele Kisten es denn... Oh, ich spiele lieber weg, ich spiele lieber weg. Das ist es mir nicht wert. Schwupp. Oh, 3 Leben, sehr schön. Ich glaube, für die Äpfel kriegen wir vielleicht auch noch eins. Jo. Dann ist das ja alles gar kein Problem hier. Sind wir schon wieder bei 11 Leben. Oh. Kann da nie wieder stehen, ey. Das ist so typisch. Normal würde ich das lieber alles am Ende machen, aber wenn ich es schon sehe, dann kann ich einfach nicht widerstehen damit. Dann muss ich das einfach versuchen. Ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube aber, das ist ganz normal so. Oh, der schießt aber ganz schön schnell. Muss einmal noch schießen. So, und schnell rüber. Oh, zum Glück. Was ist denn das? Ach ja, ach ja. Ach ja, oh man. Die habe ich ja ganz vergessen. Natürlich versuchen wir das jetzt nochmal. Ist ja klar. So, rüber da. Hab doch nicht den ganzen Tag Zeit. Oh. Tja, da muss mein Kumpel halt ein bisschen auf mich warten. Kann man nichts machen. Zack. Hier nochmal rüber. Können aber ruhig ein bisschen schneller gehen hier, das muss ich schon mal sagen. Ja, schwupp. Ah, vielleicht kriege ich ja gleich so einen verkackten Schutzengel-Typen da. Ein Stück Brett, das reden kann. Und dann komme ich hier schon irgendwie durch. Dann wird das schon irgendwie klappen. Verbrate jetzt natürlich wieder meine ganzen Leben, die ich gerade eingesammelt habe. Aber wenn es wirklich mal sein muss, dann gehe ich einfach offscreen zurück in die erste Welt. Und sammle ein paar Leben ein. Das ist ja nicht so schlimm. Nein, ich Idiot! Oh Mann, ey, da packt man sich ja selber an den Kopf. Zack. Los. Und ja, geht doch. Diesmal aufpassen und nicht einfach rüberspringen, ey.
Komm, bitte down, bitte down. Jetzt und... Oh, jetzt. Rüber. Okay. Von dem... Ich glaube, vor denen konnte man nur wegrennen, wenn ich mich nicht täusche. Ist das weg? Ja. Okay, dann schießen wir nochmal. Und rüber. Oh, noch so ein Vieh. Muss das denn sein? Ah! Schnell, 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 schnell. Oh, schön, Checkpoint gibt's hier auch, zum Glück. Einfach vorbeigehen. Da ist er. Nein, nicht mehr stechen, nicht mehr stechen. Oh, zum Glück. Ah, schön, sehr schön. Ah. Gott, oh Gott. Jetzt gehen wir natürlich wieder den Weg zurück. Aber erst den Checkpoint aktivieren. Jetzt gehe ich nochmal zurück in die andere Richtung und gucke, ob ich so noch die restlichen Kisten kriegen kann. Ey, das wollte ich natürlich vermeiden. Dass sie einen zurückschießen. Ja, das könnte klappen. Hier ist ein Loch, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, hier kommt nichts allzu viel Schweres. Man sieht nämlich nicht, wo man hingeht. Mann, Mann, Mann. Oh. Kann er doch nicht machen hier. Nupsel, dupsel. Da ist er wieder. Schnell! Oh, das geht, das muss gehen, das muss einfach gehen. Ja, ja. Spätestens wenn ich hier mein Huga-Chaka bekomme, dann komme ich hier an der Biene vorbei. Und dann schaffe ich das. Gar kein Problem. Schnell! Oh. Vielleicht sollte ich mich wirklich so oft töten, bis ich den bekomme, ey. Man muss ja beide Wege gehen, man muss hier ja doch zurückkommen. Man muss, es muss gehen. Sonst kommt man ja nicht an alle, kommt man gar nicht an alle Kisten. Es muss halt einfach gehen. Wie wir noch ein paar Äpfel einsammeln hier mal so zwischendurch. Komm her. Oh. Ich krieg einen Krampf. Gut, Chaka. Oh. Wie oft muss man denn sterben, bis man den, ach, bis man den kriegt? Das ist ja unglaublich. Nein, nein, nein. Scheiße, ey. Okay, dann weiß jemand, dass man das vermeiden sollte. Nein! Das ist, schneller geht das doch nicht! Ich hab schon, nehm schon wieder viel zu lange auf. Der Part wird wieder riesengroß. So langsames Internet, dass es wieder 5 Stunden dauert, den hochzuladen ungefähr. Okay, gefühlte 5 Stunden. Wohl doch, das kann wohl durchaus mal 5 Stunden dauern, so ein Part lange hochzuladen. In HD dann halt. Was eigentlich, glaube, qualitativ gar kein... Oh, hab ich's? Unterschied macht. Was ist denn jetzt? Oh. Ach ja! Genau, man konnte sich da ja eingraben. Komme ich wieder raus, so. Da konnte man sich auch vor den Bienen schützen, ja. Mann, ey. Alles vergessen. Guck mal, ich hätte zurückgehen müssen, anders wäre es gar nicht gegangen. Schnell weiter. Oh. Na! Oh. Gott. Und man muss doch auch gleich mal... Oh nein. Ja, das muss ich dann wohl irgendwie nochmal überlegen, wie ich das timen soll. Ah, so natürlich nicht. Ich gehe gleich noch K.O. in dem Level, ey. Oh, das ist doch nicht die Wahrheit, oder? Ich brauch dringend ein paar Leben. Nein, lass mich doch in Ruhe! Oh Gott. Warum bekomme ich denn nicht so einen Huga-Chaka-Schutz? Den bekommt man doch sonst, wenn man zu oft an einer Stelle verreckt. Okay, jetzt haben wir nicht mehr so viele Versuche. Gar nicht mehr so viele Versuche. Nein! Man kann sich halt in dem Sand nicht eingraben. In dem Sand, wo ich gerade war, da kann man sich eingraben. Ja, super. Dann werden wir jetzt hier wohl verrecken. Nein. Ja gut, dann war das wohl der beschissenste Part von allen. Das tut mir leid.
Na gut, dann mache ich hier einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der ich dann hoffentlich nicht so faile wie in dieser. Tschüss.